nur durch ein Versehen hier bei uns. Sie sprechen nicht unsere Sprache. Sie sind nicht wie wir. Sie kommen von ich weiß nicht woher. Sie rennen um ihr Leben. Wie viele Menschen sind dort bei euch im Haus? Sie sind keine Menschen, Sheriff. Sie leben außerhalb der Zeit. Das ist kein Traum. Sie sind wirklich hier. Stranded. Sie kommen von den Sternen und sie brauchen deine Hilfe. Tödliche Botschaft. Ist irgendjemand da? Sie kommt aus dem Jenseits. David, wo wurdest du umgebracht? Liegt hier der Schlüssel, einen ungeklärten Mord aufzudecken? Welche Folgen hat er für die Lebenden? Wie werden sie mit dieser Wahrheit fertig? Hier? Hier beginnt das Grauen. Wer ist dieser Mann? Verfolgt er Laura nur, weil sie Zeugin des Mordes wurde? Ist denn nicht etwas in dem Gesicht des Mannes, das ihr Unterbewusstsein berührt? Aber warum? Hast du uns noch etwas zu sagen? Sollte hier eine Wahrheit liegen? Was hat er gesagt? Ich werde dich umbringen. Niemand glaubt Laura. Ich bin Laura Daniels! Ich bin Hacke Madison! Selbst ihre Identität wird angezweifelt. Willkommen zu Hause, Jenny. Wer ist diese Frau? Wer ist sie selbst? Oh mein Gott. Mark, nein! Doch die tödliche Botschaft wird nicht verstummen. Eine Lektion für den Krieg. Um zu überleben, musst du deine Unschuld verlieren. Verraten in Vietnam. Willkommen in Vietnam, Soldat. Sie müssen das realistisch sehen. Wir sind Überlebenstypen. Die Welt gehört uns. Die Suche nach Liebe ist der einzige Ausweg. Und was Ihre kleine Freundin Mai angeht, so haben wir sichere Beweise, dass sie eine Spionin Hanois ist. Die Meldung, die Sie abgegeben haben, wurde im Interesse der nationalen Sicherheit vernichtet. Willst du meine Frau werden? Alle Personen, die davon erfahren haben, wurden versetzt und sind im Fronteinsatz. Die Liebe ist das Letzte, das du verlierst, auch wenn du durch die Hölle gehen musst. Verraten in Vietnam. Ich will nach Hause! Unschuld und Liebe. Ich verleihe Ihnen den Silver Star für Tapferkeit. Zerbrechen in der Maschinerie des Krieges. Wir sind nicht die Schlimmsten und Gemeinsten. Wir sind die Führer, das ist alles. Eine Lektion fürs Leben. Verraten in Vietnam. Die Zeit ist gekommen. Noch 2 Monate, das ist lang. Die Zeichen haben begonnen. Ich habe das hier gefunden. Das ist nicht zu erklären. Die Siegel werden zerbrochen. Der Tag ist nahe. Hallo? Hi. Das Geheimnis wird gelüftet. Ich muss wissen, was das heißt. Ich muss wissen, welche Sprache das ist. Es ist wegen der Apokalypse. Sie erwarten Ihr Baby im Februar, am 29. Woher wissen Sie das? Es gibt eine ganze Kette von Zeichen, ein echter Countdown. Die Bibel ist voll davon. Eines der Zeichen müssen wir aufhalten. Aber wie, Mrs. Quinn? Wissen Sie wie? Es wird Zeit, dass du es weißt. Geh weg! Sie können nichts dagegen tun. Sie können es nicht verhindern. Dafür würdest du etwas brauchen, was du nicht hast. Hoffnung. Das Baby kommt! Nein! Jürgen Prochnow in Das siebte Zeichen. Das wollte ich wirklich nicht! Wenn Sie die Suppe nicht mögen, dann lass Opa in Ruhe schlafen. Tut er immer um die Zeit. Das wusste ich nicht. Du musst dir unbedingt was Neues einfallen lassen, sonst benutzen dich alle als Fußmatte. New York ist ein Dschungel. Ich bin eben mitfühlend. Bonsoir, wie wir Russen zu sagen pflegen. Danny sucht jemanden zum Knuddeln. Du ziehst sie alle magisch an. Streunende Hunde, Küchenschaben, Schauspieler. Leute, ich habe einen geilen Namen. Cass. Ich stehe auf Männer. Die Männer laufen ihr nicht nach, sie kriechen ihr nach. Nein. Du hast eine Schwäche für Müllmänner. Alles, was ich will, ist für jemanden zu sorgen. Hör zu. Ich bin ein Posatski. Auf den ersten Blick sieht man, dass du verhext bist. Sex. Da läuft bei mir nichts. Darf nicht mal dran denken. Denn sonst werde ich ein Monster. Ihr Männer seid doch alle gleich.
Den Posatzki oder wie das Ding heißt, treibe ich dir schon aus. Nein. Chiquita, du musst öfter mal Nein sagen. Ich will nichts weiter als einen vernünftigen Kuss. Küss mich, bring mich in Fahrt. Du wirst sehen, was passiert. Was passiert nach einem Kuss? Nein, nicht gegen die Wand, die ist frisch gestrichen. Die Liebe ist immer noch die aufregendste Sache der Welt. Bingo! Wer sich in den Teufel verliebt, darf sich an den Hörnern nicht stoßen. Mein teuflischer Liebhaber, eine teuflisch gute Komödie. Amerika, das ist so neu, lebendig, ambivalent. Ich liebe dieses Land. Da, ihr Gangster! Don Giovanni! Daniel Day-Lewis ist Henderson Doris, ein ganz normaler Engländer auf der Suche nach dem amerikanischen Traum. Wie viel schätzen Sie? Auf jeden Fall 10 Millionen. Dann springt ja eine Million für uns dabei raus. Auf seinem Weg begegnet er auch der amerikanischen Frau. Ich habe diese Frau noch nie in meinem Leben gesehen. Falls du mich brauchst, pfeifen genügt. Pfeifen kannst du doch sicher. Ich weiß schon, was du denkst, aber das ist in Wirklichkeit ganz anders. Hier gehen wir 2 Tage und Nächte nicht wieder raus. Aber ich muss. Ich werde dir alles erklären. Hau mich nicht immer auf dieselbe Stelle. Er lernt amerikanische Gastfreundschaft kennen. Henderson, was trinken Sie? Ein Sandwich wäre mir jetzt sehr willkommen. Dazu eine Tasse Tee, wenn möglich. Sandwich und Tee, das hört sich gut an, so unerhört gesund. Ich weiß nicht warum, aber ich habe gegen Engländer eine starke Aversion. Wäre wohl auch ein Glas zu haben. Na, ist das was? Überwältigend. Das Bild gehört mir, klar? Das ist also der amerikanische Traum. Und wozu bei solchen Träumen noch Realität? Sie haben genau 10 Sekunden. Wo ist das Bild? Ich war so voller Hoffnung. Ich glaube, ich bin wohl nicht gemacht für dieses Land. Stars and Bars. Columbia Film. Marymount Monat Spinden. Die sponsern mich. Sag mal, toi, toi, toi. Danke, gleichfalls. Bernhard? Hm? Er weckte mich um 2 Uhr nachts, um mir die Haare zu machen. Warum das denn? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, er weckte mich auf und sagte, ich mache jetzt die am besten frisierte und hinreißendste Braut in der Stadt aus dir. Und was hast du gemacht? Ich habe ihn so angesehen und gesagt, George, du liebst mich und daher muss ich bereits die hinreißendste sein. Hat er dir dann die Haare geschnitten? Nein, er hatte es vor, nur... Aha. Und noch eins, verdammt nochmal, kassieren Sie in Zukunft gefälligst für den Kaffee. Ich mache doppelt so viel, wie ich machen müsste. Und wenn die für einen Haarschnitt $25 zahlen, dann nehme ich Ihnen für Ihren scheiß Kaffee nicht auch noch was ab. So verstehen Sie doch endlich, es geht ums Prinzip, George. Wenn Sie nicht lernen, auf den Penny zu achten, werden Sie am Ende keinen Topf haben, in den Sie pinkeln können. Nein, bitte. Bitte, George, wir können nicht. Entschuldigung. Lorna, hast du vielleicht zufällig George gesehen? Er ist mein Friseur. Er ist im Bad. Was? Rambo. Keine Angst, mein Kleiner, hier bist du in Sicherheit. Lassen Sie den Haken runter. Danke, Colonel. Ich hoffe, es klappt auch.